Was hast du noch für Lieblings-Pokémon? Ich sag mal so, die erste und zweite Generation, aber weil ich es halt eben auch hauptsächlich gespielt habe, war schon ziemlich cool. Ach, wobei ich es tatsächlich weiß. Ach, Tatsache. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, also das Einzige, was ich wirklich krass Fan von war Glurak. Der Rest war halt immer, war cool, hatte ich gerne am Start, aber es ist jetzt nicht, dass ich da komplett immer ausgerastet bin. Ich war auch nie ein großer Mewtwo-Fan zum Beispiel. Echt nicht? Nee, also es war halt krass und so, klar. Mewtwo ist mega, ey. Aber es war mir halt, also es hört sich jetzt doof an von einem Glurak-Fan, aber es war mir halt auch zu Mainstream halt. Yeah. I'm so special, I'm a Charizard-Fan. Oh. Ja, das war halt dieses, ich bin super stark und ich meine, Glurak letztendlich auch, aber... Kennst du, habe ich dir nicht mal das Video gezeigt, mit dem wo Turtok und Glurak sich unterhalten, wer das beste Pokémon ist? Ja, das war doch so witzig. Das ist so unfassbar witzig. Ja, das stimmt. Das ist so lustig. Ich verlinke das, glaube ich, im Video, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist so gut. Oh Mann, diese Steuerung! Hast du denn so ein Erlebnis gehabt mit Pokémon? Was dir im Kopf bleibt? Also ich habe auf jeden Fall eins, deswegen spreche ich es an. Aber... Also ich weiß definitiv, dass ich tatsächlich das erste Hipsterkind war, das Pokémon gespielt hat. Das kam nämlich raus auf dem Gameboy und das hat bei mir in der Grundschule noch kein Schwein gespielt. Ich hatte das damals, glaube ich, in der Endzone gelesen. Das habe ich mir gekauft, nämlich immer. Oder der Mickey Mouse, eins von beiden. Das Pokémon jetzt bald rauskommt, so ein hippes neues Spiel. Und ich wusste nichts darüber. Habe mir das einfach zu Weihnachten gewünscht und habe die rote Edition bekommen. Konnte auch gerade so halt lesen, weil ich war ja 7 oder 8 Jahre alt gerade mal. Und ich habe dann Pokémon gespielt. Fand das voll geil. Und habe irgendwie das meinen Freunden erzählt. Und die meinten irgendwie, das ist voll doof. Das ist voll scheiße und so. Und auf einmal lief dann Pokémon im Fernsehen auf RTL 2. Und auf einmal war es der geilste Shit. Ja, aber keiner hat sich mehr daran erinnert, dass ich der Erste war. Das hat mich damals schon so krass aufgeregt. Und das hat mein Leben bis heute geprägt. Immer diese Early Adapter. Tatsache war ich, aber bei uns war Pokémon auch schon wirklich vor der Serie. Aktuell. Das war dann eher wirklich so, oh krass, jetzt gibt es halt auch eine Serie zu Pokémon. Mein damaliger bester Freund hatte das Spiel und das war schon damals übelster Hype auf dem Schulhof. Und ich wollte es dann immer haben und hab's aber nie bekommen. Und er hat dann gesagt, zu deinem Geburtstag schenke ich dir dann, ich glaube, die blaue oder rote Edition. Ich so, ja, nice, geil. Und dann hat er es mir doch nicht geschenkt. War richtig scheiße gewesen. Ich weiß auch im Endeffekt dann gar nicht mehr, wie ich es bekommen habe. Ob ich es dann doch geschenkt bekommen habe danach. Und dann habe ich es halt also mit meinem Bruder zusammen, ich weiß gar nicht, ob wir 2 Editionen hatten oder ob wir wirklich uns einen geteilt haben. Und das hat wirklich gesucht. Wie kannst du dir denn eine Edition teilen? Schon geht gar nicht, ne? Der Speicherstand ist ja auf dem Dings drauf. Ja, dann ging's gar nicht. Dann müssen wir 2 gehabt haben. Aber dann hatten wir beide blau. Also es war nicht so, dass das ist ja dumm, ey. Oder wir haben es nacheinander gespielt. Also wir haben beide auf jeden Fall Pokémon gespielt. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir nur ein Spiel hatten. Okay. Vielleicht musste ich auch warten, bis mein Bruder das gespielt hat. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber an sich war das coolste Erlebnis eigentlich mal vor einem Mediamarkt. Gab es damals, wo die goldene und silberne Edition erschienen ist, gab's. So ein krasses Event, ne? Ja, genau. Das haben sie früher öfters gemacht. Machen sie heute noch. Aber ich war halt nie eins von diesen Kindern, die in so einer Stadt gewohnt haben, wo sowas gab. Das war halt geil. Das war, also durch Zufall habe ich es, glaube ich, nur gesehen. Und da waren dann halt das N64 mit Pokémon Stadium mit dabei. Ja, Pikachu wahrscheinlich auch, ne? Was Pikachu? Es gibt auch ein N64, das sind Beatings. Ich habe mich übrigens super geärgert, als ich hier die NZ mal ein bisschen mehr unterwegs war in Deutschland, hatte ich tatsächlich in einem Laden ein N64 mit Pikachu Edition noch gesehen. Echt? Hätte ich mal mitnehmen sollen. Hättest du das wirklich machen sollen? Das ist ein ganz, ich glaube, der Karton war zwar super. Was ist er denn? Das ist die fette, hässliche, noch hässlichere Weiterentwicklung. Weißt du, das ist Bidoff auf Steroiden, ey. Da gibt es diese Geschichte. Angeblich gab es vor lange Zeit schon einmal Streit. Unter dem Pokémon des Pokéballs. Damals so ein gelbes Pokémon mit roten Wangen, wie du alle Herzen wieder miteinander vereint haben. Pikachu ist der Chosen One. Aha, willst du mit mir kämpfen? What the fuck? Wir haben gestern darüber gesprochen, beim Essen, wie es mich hart ankotzt, wenn in Stories es immer darauf hinausläuft, dass es nur einen Auserwählten gibt. Right. Und Pikachu ist anscheinend der eine Auserwählte. The Chosen Pokémon. The Chosen One. Wie ist das, was wir mit dir eigentlich kaputt machen? Wir machen die jetzt... Wenn ihr unsere Freunde. Ich glaube. Jetzt verprügeln und dann bist du der Freund. Das ist genauso wie früher auf dem Schulhof. Ah, schön. Du verprügelst alle Kinder und dann. Dein Walzer kann mir nichts anhaben. Das ist gut gerade.
Ist ja auch hammer einfach. Das ist einfach nur nervig. Oha, du musst derjenige sein, der meinen Enkelinnen beim Hausbau geholfen hat. Habe ich recht? Du bist nicht nur herzensgut, sondern auch stark. Ich mag dich. Nimm diese Steroide, wenn du etwas brauchst. Bedivas dealt jetzt mit Steroiden. Ja, du kannst, wenn du eine Steroide benötigst, geh zu ihm. Hast du bei Resi eigentlich schon was bekommen, deinen Charakter zu pimpen? Wie? Okay, nee, ich habe irgendwie eine so Drogen gefunden, ja, okay, wo dir sagt, du kannst besser. Aber es ist kein Spoiler. Habe ich aber nicht nur nicht benutzt. Es gibt später Steroide auch, das finde ich nur sehr witzig. Echt? Ja, das ist ganz witzig. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, was jetzt? Du hattest gerade die Lösung. Achso, ach, die haben jetzt dann gar nicht zu den Links gebaut? Nee, oder? Die haben die anscheinend hier vorne gebaut. Da haben sie jetzt einen Damm hingebaut und der bringt mir ja da hinten nichts. Oder aber vielleicht hat das was bewirkt wegen Wasserstand. Das weiß ich nicht. Warte mal. Lies bitte nochmal nach, bevor ich jetzt wieder von Zone zu Zone hin und her renne. Gut gemacht, dann gehst du wieder zurück in die Strandzone. Okay, dann tun wir das. Belisa hält gleich am Wasser an. Du sprichst jetzt an und musst ihn, wie vielleicht schon erwartet, Holzschelle bringen. Also er ist jetzt anscheinend am Strand einfach. Okay, dann machen wir das. Wisst ihr, wir waren zu schnell für das Spiel. Scheinbar. Warum trifft Zipili jetzt mein Freund? Ja, okay, jetzt muss ich ihm nur noch die Hälfte geben. Nein, ein Bären, ja. Der nimmt auch mal Geld, also Bären dafür. Ja. Kapitalismus auch in der Welt. Ich liebe Kapitalismus. Ich liebe. Nein, tue ich nicht. Ja, jedenfalls gab es da diesen Pokémon-Stand und da war so ein fettes Kind, vielleicht warst du, ich hab gerade gesagt, dass ich nie bei einem Event war, aber ja. Nee, da gab es so ein fettes Kind und das hat war über der Angeber irgendwie und hat dann, also konntest du da auch, glaube ich, deine Pokémon-Edition richtig reinpacken, um mit deinem Pokémon zu spielen. Mhm. Und der weiß nicht, irgendwie hat er mich genervt und keine Ahnung und dann haben wir wirklich gegeneinander gespielt. Also eigentlich ist ein ganz lames Ding. Ich habe ihn halt besiegt bei diesem Pokémon Stadium, was ich halt noch nie vorher gespielt hatte. Ja. Und habe mich danach einfach nur wie der größte Motherfucker auf der Welt gefühlt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Aber wow. Das war super geil. Du hast als Kind ein anderes Kind zum Heulen gebracht. Ja, das war schön. Du bist ein richtiger Held. Seitdem probiere ich das auch immer wieder. I could be a hero, baby. Ich gehe auch jetzt immer zu Pokémon-Events und klauen kleinen Kindern ihre Pokémon-Edition. Ja, was willst du sonst machen? Ja. Sport ist das. Ja. So, wo ist das Ding jetzt hier? Das soll gleich da irgendwo sein. Oh Mann, ey, das ist so schlimm. Ich hab keinen Bock, Alter. Belisa hält gleich am Wasser an. Wo denn am Wasser? Hier ist überall Wasser. Plauderguy. Hier ist kein fucking Belisa. Das ist auch so ein Spiel, so ohne Komplettlösung. Ist einfach aufgeschmissen. Oh Mann, ja, ich glaube, Kinder macht das Spaß, wenn die halt einfach nur so rumlaufen können und können ein bisschen mit den anderen Pokémon reden, so. Da ist das für die eine echt dufte Sache, ne? Aber. Ja, da kommt nicht. Ich guck mal, was da vorne rechts. Das war Wildort. Achso. Oder was meinst du? Ja. Mach mal den ganzen Strand ab einfach. Soweit wie es geht. Ich vergesse das. Sag nicht. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse. Oh. Hast du ihn nochmal angesprochen? Damit es deinem Freund wird, beim erneuten Ansprechen? Das Größere habe ich angesprochen. Nee, das Kleine muss ich nochmal. Damit es deinem Freund wird und bei erneutem Ansprechen wird es eine Freundin zu Isso in die Strandzone schicken. Oh, for fuck's sake, Alter! Entschuldige, ich hab's erst das. Alter! Ey, das ist einfach die Dummheit dieses Spiels, ganz ehrlich. Ja, du musst dafür leiden, du. Scheiß Luftballon auf die Baby. Also, ich weiß eigentlich, dass Drifzipeli eines der Pokémon ist, das einen der verstürzten Pokédex-Einträge hat. Das ist ja total krass. Also, wenn man die Pokédex-Einträge gerade von Geist-Pokémon liest, ja, steht da manchmal richtig kranker Scheiß drauf. Okay. Ich spiele bei Drifzipeli, das was ist halt. Ist das jetzt hier ein Wasser? Oder? Nee, das ist Typ Fluggeist. Hm. Und da steht irgendwie sinngemäß, ich weiß es nicht 1:1, aber sinngemäß steht da drin, dass Drifzipeli Kinder anlockt. Und sie dazu bringen möchte, dass sie das halt anfassen, weil es aussieht wie ein Luftballon.
Und wenn die Kinder das Pokémon halt anfassen, fliegt es mit ihnen in den Himmel, tötet sie und bringt sie in das Reich der Toten. Jo. Also wenn doch mal einer sagt, Pokémon ist definitiv nur ein Spiel für Kinder. Das ist hammerkrass. Also bei den Geist-Pokémon steht immer richtig kranker Scheiß drin. Oh, guck mal, ich glaube, alle Wichtigen haben auch so eine Sprechblase. Kann das sein? Kann tatsächlich sein. Ja, Mann. Guck mal, das Bier hast du noch gerne. Ja, natürlich. Ich muss darauf überhin, dass du mal ein bisschen trinken kannst. Ich hoffe, das geht. So, jetzt ist das Ding da anscheinend hin. Dann gehen wir zurück zur Straße. Ja. Ach, ganz ehrlich, ne? Ich bin... Also... Ich denke mal, für mich ist es gerade schon langweilig monoton. Ich denke mal, für die Zuschauer muss es ähnlich sein. Aber sie haben doch uns. Sie haben doch uns. Also ich muss auch dazu sagen, es tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit die Pokémon attackiere. Das mache ich nicht mit Absicht. Vielleicht unterbewusst. Aber... Du willst dem Spiel einfach einzahlen. Die Steuerung ist einfach so kacke. Überspringen, komm. Wobei ich glaube, die Ladezeit ist trotzdem genauso lang. Also. Ich glaube, ich übe heute mal noch die Bewegung von Pikachu im Ladebildschirm. Pikachu Aerobic. Mhm. Ja. So, wir hier ist jetzt nicht. So, wir müssen jetzt hier irgendwo abchillen. Am Wasser. So, na jawohl, aber siehst du, Überspringblase. Siehst du, das Questsystem ist hervorragend ausgearbeitet. Ja. Besser als in jedem MMORPG. Ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, das zu lesen, ganz ehrlich. Komm, wir machen das jetzt nur noch mit dem Vertonen, wenn wir ein neues Pokémon sehen, was wir vorhin haben. Aber er ist neu. Wieso? Nein, er ist nicht der gleiche, er ist eine Freundin. Achso. Also, sie. Nee, ich bin da Pokémon rassistisch. Okay, alles klar. Ist es ein Pokémon von demselben Typ, dann ist es dasselbe. Okay, alles klar. Beide gleich. Vielleicht kommen wir wirklich noch dramatische, storyrelevante Änderungen. Wer weiß. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es nicht. Oh, Tohaibo, ich mach Tohaibo. Hey du, einen Moment mal! Wer hat dir eigentlich erlaubt, hier einfach so eine Brücke zu bauen? Du kannst die Brücke nur mit der Zustimmung von Geralt bauen. Das hast du meisterhaft gemacht. Wir machen mit dieser. Dann machen wir mit dieser. Was? Deshalb brauche ich die Erlaubnis von Geralt? Der Zungenmeister des Strand und dein Sohn ist davor immer noch Imperium. Und er lässt uns bei unserem Bautätigen freie Hand. Doch kann ich sehe schon, du verstehst gar nichts. Gyarados ist jetzt der neue Zonenmeister der Strandzone. Empoleon spielt keine Rolle mehr. Was redest du da? Das kannst du nicht einfach so bestimmen. Und überhaupt, keine Gruppen und nicht vor. Wie gelangen die von Ende zu Ende? Wer nicht schwimmen kann, könnte doch wie Wingo dorthin fliegen. Oder etwa nicht? Ich hab da eine Idee. Wenn du den Luftsport mit Billipa meisterst, werde ich euch ausnahmsweise gestatten, die Brücke zu bauen. Aber das dürfte für dich nahezu unmöglich sein, da du ja nicht fliegen kannst. Weißt du, wenn du mich gerade krass erinnert hast, als du mit dieser gesprochen hast? Ich weiß nicht. An dich. Ja, an dich in noch behinderter. Mm. Nein, an von Mulan, diesen Streber-Aufseher, nicht den coolen Captain des Gehöse. Sondern weil der auch immer so gelispelt hat. Ja, nein, der war doch. Mulan! Wir sind eine Pfanne für ihre Familie! Mulan war super. Mulan ist echt krass, ja. Ist geiler Film. Viele alte Disney-Filme sind einfach der Hammer. Ich hab sie auch im Kino gesehen damals. Ich auch, mit meiner Umi. Ja, und ich war kurz. Ich war mit meiner Mutter ja auch da. Und ich war kurz peinlich berührt, als sie praktisch sozusagen nackt war. Da war das so, oh, was muss jetzt. Also, ne, das ist ja immer diese unschöne Situation mit Eltern, wenn die Sexszenen im Fernsehen sind. Ja. Und das in abgeschwächter Variante war damals schon. Weißt du, was mir auch. Ich weiß ja nicht warum, das ist komplett irrational und dumm. Ich verstehe nicht warum. Aber was mir als Kind genauso unangenehm war wie eine Sexszene in einem Film. Ganz kurz, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Wir müssen irgendwie Pelipa finden, die Weiterentwicklung von Wingal. Musst du kommen. Aber ja, ich weiß nicht. Müssen wir nur die Punkte finden. Aber egal. Großer Pelikan. Ja, was mir noch. Ich weiß, das ist komplett irrational und dumm. Aber was mir genauso peinlich war wie Sexszenen im Film. Wir holen mich schon wieder. Und also. Ja. War, wenn die in einem Film auf einmal angefangen haben zu singen und zu tanzen. Ich weiß nicht warum. Es ist komplett irrational und dumm. Aber mir war das als Kind genauso peinlich. Ja, wahrscheinlich, weil du gedacht hast, oh, dieses Kind guckt sich jetzt diesen Quatsch an, also. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ich kann es doch nicht erklären, aber es war total komisch. Biotian?
Es wäre an mir interessant, wenn einige von euch, denen das vielleicht auch so gegangen ist, dass man in die Kommentare schreiben würde. Okay, wie nehme ich denn da für eine Stimme? Ich nehme einfach mal... Ich hab schon auf dich gewartet. Tuhairo hat ja also aufgetragen, bei meinem Spiel zu gewinnen. Wo ich das weiß, willst du wissen? Nun, ich hab so meine Quellen. Aber lass uns lieber gleich anfangen. Wenn du am Luftschwert mit Pille Portal nehmen möchtest, bekomme ich 10 Bären von dir. Ja, das kostet Geld. Hierher, komm hierher. Auch für den Maul, oder? Ja, anscheinend. Aber mir war... Das war nicht peinlich, aber mich hat es früher immer genervt mit dem ganzen Gesang und Getanze. Das fand ich immer super uncool. Okay, jetzt muss ich das... Oh, schon ja. Jetzt wird es ja spannend, ja. Okay. Ja, wenn man was gebe ich den Gas. Los fliegst du mit auch so und dann fliegt der anscheinend alleine. Okay. Nur die Ringe für Punkte, der Punktebonus steigt in der Reihenfolge Gelb, Rot, Ring und Farben. Okay, das ist einfach nur... Ah, okay. Jetzt können wir sogar andere Pokémon nehmen. Ja, das sind genau, das sind meine Freunde, die ich gesammelt habe. Das ist ja geil. Und weil Schwalbini jetzt fliegen kann, nehme ich Schwalbini. Schwalbini finde ich übrigens auch ein sehr cooles Pokémon. Schwalbos ist richtig cool, die Weiterentwicklung. Okay. Es gibt ja viele coole Pokémon. Es gibt auch viele kotzhässlichen Mist-Pokémon, aber es gibt auch genauso viele coole Pokémon. Das verstehen Leute halt nicht, die die neueren Spiele nicht gespielt haben. Ja. Wow! Aber, boah, Alter! Du musst doch nicht durchfliegen. Ja, sehr gut. Jetzt kommen meine Rücken. Die sind besser, glaube ich, ne? Du schräg ist vorbei. Ne? Oh, Alter, das ist knifflig. Ich verstehe nicht. Boah! Ja, ja, ich sehe ja. Oh. Ich würde lieber die Regenbogenfarbe. Ja, auf jeden Fall. Nimm den doch mit. Also, den nimmst du mit. Nee. Oh, fucker. Ey, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Was ist denn das? Das glaub, musst du wirklich mehrfach so machen, damit er schneller. Ja, du hast recht. Ich muss das einfach stärker wirklich so machen. Was war denn das Ziel? Ja, mindestens. Ja! Ich hab sogar schon die Bonusleistung. Weißt du, weil, guck mal, wie kacke ich gerade geflogen bin und trotzdem habe ich schon das Beste gemacht, was geht. Das ist ein Kinderspiel, ja. So, also, normalerweise sind wahrscheinlich Kinder davon, sabbern einfach auf den Controller. Und selbst da würden sie es wahrscheinlich schon. Übrigens, da im Hintergrund des Krebskorps. Das ist orange, der orange Krebs. Ja. Ach ja, den hast du schon gesehen. Ich finde, der sieht ganz cool aus sogar. Ja, die Weiterentwicklung ist auch cool. Ich weiß aber gerade nicht, wie die Weiterentwicklung heißt. Krabutak? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Generell auch Kingler ist auch, das finde ich total ja, cooles Kingler. Pokémon. Das heißt, voll unterschätzt das ist. Das habe ich ganz vergessen. Kingler war eins meiner Lieblings-Pokémon tatsächlich. Ja? Ja. Und das war auch einer der ersten Tage, wo ich richtig Pokémon Go gespielt habe, an einem sehr witzigen Abend. Bin ich dann mit der Bahn ziemlich betrunken nach Hause gefahren, natürlich noch die Pokémon-App an. Und damals war Krabi auch noch nicht häufig, ja? Sondern da müsste auf und wirklich, dann taucht wirklich ein Kingler auf und ich habe es leider nicht fangen können. Das hat mich sehr, sehr lange deprimiert. Ain't no sunshine, what's wrong? Achso, ich habe vergessen zu lesen. Ich bin auch dafür, dass wir in Zukunft alles, wo H steht, mit P aussprechen. Wunderbar, Niveau, Louis. Nee. Oh. Pimmel herabgefallen sind, nicht? Woher ich das weiß? Nun, die Bingo tratschen eben gern. Durch sie habe ich auch von dir unter Heilung erfahren. Du scheinst ziemlich gut zu sein. Hier hast du den... Ich habe gerade Pimmelsplitter gelesen, Alter. Ja, komm, ja. Den Pimmelsplitter. Splitter. Pimmelsplitter. Meinst du im Norden? Pimmelsplitter hatten. Da brauchen wir so einen Pimmelsplitter. Ah, übrigens. Du hast zwar keine Flügel, scheinst aber dafür schnell laufen zu können, nicht wahr? Man hat mir erzählt, dass man im Telefon ein Pokémon eingetroffen sei, das dir eine neue Sprinttechnik beibringen könne. Geh doch einfach mal dorthin, wenn du interessiert bist. Yay. Also, Philippa, so ein Ding von der Küste, das hat, glaube ich, jetzt gepasst. Ja, das hat wirklich... Ja, wow, es gibt sogar Autosaves, das ist ja krass. Entschuldigung. Das macht er immer. Nein, ich wollte es nur mal ansprechen. Nein! So, also ja, ich wäre jetzt nur noch zum Treffpunkt, hat er gesagt, ne? Aber guck mal, du hast jetzt so viel scheiß Backtracking hier, ne? Mhm. Das ist doch einfach schlechtes Game Design, so. Ja, das stimmt. Ach. Also es hat diese typische, du kriegst eine Lizenz, macht irgendwas draus. Ja, vor allem, das ist nicht mehr, ich glaube, das ist wirklich, das ist das Schlimme, ist ja, dass es selber von Nintendo ist. Das ist das Schlimme, das wird, glaube ich, nicht von irgendeinem externen Studio gemacht. Also ich kann mich jetzt auch irren, aber ich glaube, das ist so. Normalerweise steht Nintendo ja für Qualität und fast jedes Nintendo-Spiel kannst du blind kaufen, weil es eigentlich immer gut ist. Bei denen ist halt nicht so. Das ist halt echt böse. Weil er mich jetzt hier fragt,
ob ich jetzt da rein wirklich durchgehen möchte. Ja, sonst würde ich nicht in diese Richtung laufen. Ja gut, aber bei der verkackten Steuerung kann es mal sein, dass du da aus Versehen reinläufst. Das stimmt. Kannst du gerade den Moonwalk, Alter? Ja, das ist eher so ein... Sieht aus, als ob er pinkeln müsste. Er muss pissen, sucht ein Klo. Ja. So, hier soll so ein Pokémon sein, was voll schnell ist. Oh, nee. Electek. Electek ist auch cool. Ja, das ist die. Ach stimmt, der hat mir Donnerwitz beigebracht gehabt. Mhm. Ja. Aber? 1000. Ui, ich habe nur 985. Wahrscheinlich kann mir Ponita was Besseres beibringen. Wie ist Ponita? Du scheinst wirklich bereit zu sein, alles für die Pokémon zu geben. Ich bin hier, weil es als Sprint-Tutor. Oh, als Sprint-Tutor für Pokémon tätig sein wollte. Würde es dir auch gefallen, noch schneller laufen zu können. Ich kann dir ein paar brandheiße Techniken beibringen. Das sind 350 Werner Pferdebreit. Yeah, und ob sie das sind, in Ordnung, dann fangen wir mal mit dem Training an. Und ich glaube, wenn ich die neue Sprinttechnik habe, dann kann ich auch Aquana fangen bestimmt, weil das war echt so krass schnell. Ich bin nicht hinterhergekommen. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Du hast das Training beendet. Probiere deine neue Sprintfähigkeit gleich mal aus. Krebscore! Im Hintergrund. Das ist so gut, ey. Nee. Ja, wirklich, immer das Krebscore. Krebscore ist mein Buddy. Der ist echt cool. Krebscore ist cool. Find ich cool. Ich kann es ja leider nicht provozieren. Krebscore! Manchmal geht er so richtig ab. Krebscore! Das ist so cool, wenn er das macht. Los, tu es. Tu es. Jetzt weißt du, sobald ich mich umdrehe, macht das. Mach was! Naja, dann halt nicht. Das ist so gemein. So ein Buddy-Wegetan. Warum bin ich jetzt schneller einfach? Ich sehe jetzt keine Veränderung, ehrlich gesagt. Du musst dich jetzt speziell irgendwie. Kann ich ja, ich probier's ja, das geht nicht. Ich hab ja nicht. Wirklich schneller jetzt. Ich glaube, wir sind einfach schneller. Fuck that shit. Ich versuch das jetzt mal mit Aquana. Mhm. Weil das Ding habe ich echt nicht gefangen. Ist deine liebste Evoli-Evolution? An sich Flamara. Aber nee, eigentlich Blitzer Tatsache. Hm. Blitzer, also eigentlich halt immer Feuer, aber bei Evoli Tatsache Blitzer. Ich finde auch, also bei der Rot und Blau Blitzer definitiv. Dann gibt es ja noch Psiano nach Tara. Nach Tara finde ich auch richtig cool. Ja, finde ich auch sehr schicker auf jeden Fall. Ja. Sehr, also Evoli ist sowieso sehr, ein sehr schönes Pokémon halt, also sehr angenehm. Ich finde aber auch hier. Ich kenne bei manchen Pokémon auch immer nur den englischen Namen tatsächlich, bei den neueren. Mhm. Ich kann nicht mehr die deutschen. Furipurba und Glaceon heißt es, glaube ich. Die Eis- und Pflanzenentwicklung von Evoli ist noch richtig cool. Was war eigentlich damals dran mit der, ich weiß auch gar nicht, ob es stimmt oder nicht, mit der grünen Edition? Naja, die grüne Edition war tatsächlich eigentlich die blaue Edition in Japan. Aber da war halt Bisaflor auf dem Cover und Bisaflor ist ein hässlicher Frosch und deswegen hat er den keiner gekauft. Und dann haben sie tatsächlich einfach nur die Sprites von den Pokémon zum Teil nochmal überarbeitet ein bisschen. Ach, krass. Weil die zum Teil auch einfach enthässlich waren. Mhm. Und dann haben sie die einfach nochmal als blaue Edition verkauft. Und in Europa und in den USA haben sie den Fehler gar nicht erst gemacht. Okay, dann haben eine rote und blaue gebracht. Haben direkt eine rote und blaue gebracht. So. Am Anfang wurde auch bei Pokémon eigentlich geplant gewesen, dass du halt zwei Rivalen hast. Ja. Noch ein Mädchen. Und die wäre tatsächlich dann grün gewesen, Trainer Grün. Ja. Und die hätte dann halt auch noch das andere Pokémon bekommen. Wäre auch ziemlich cool gewesen eigentlich. Ja, und das Schöne ist, vielleicht kannst du es mal kurz aus dem Regal nehmen. Ja. Nämlich, genau. 1, 2, 3, 4. Ist egal, welchen, nimm einfach irgendeinen. Ich würde das nur versinnbildlichen. Den Pokémon-Manga, den es jetzt seit kurzem, relativ kurzer Zeit wieder in Deutschland endlich mal zu kaufen gibt, da ist tatsächlich auch grün drinne als Charakter und so weiter. Und da ist diese Rivalität zwischen den dreien, zwischen Rot, Blau und Grün, halt auch wirklich drin. Okay. Aber wo ist jetzt Aquana? Nein, den habe ich nicht. Kommt sie auch vom Professor Eich Pokémon? Dann müsste da nicht auftauchen. Also, das ist ja die klaut es. Die klaut es. Halt. Oh, ist das auch nie schon? Ja, das sind irgendwie im ersten Kapitel. Also kann ich nur jedem empfehlen, ich finde den cool. Der ist zwar von der Story her echt dumm, aber der ist hammerbrutal. Die Pokémon töten sich da und so weiter, so wie es initial auch mal gedacht war. Und ja. Okay, hier, es geht weiter. Wir hätten einfach mit den beiden scheiß Fischen sprechen müssen. Achso. Ja. Nein.
Also ich war Tohairo, ne? Na was? Du hast den Luftsport gemeistert? Du hast schon wieder vergessen, wie die Stimme. Nee, was soll ich das nicht Das gibt dir aber auch so. Kannst du etwa doch fliegen? Oder haben dir deine Freunde dabei geholfen? Wie dem auch sei, du bist gut. Wie versprochen erlaube ich euch, eine Burg zu errichten. Ich werde Garados persönlich darüber in Kenntnis setzen. Okay, jetzt auf einmal, weil eben haben sie uns noch gebullied. Jetzt sind sie unsere Freunde. Sie erreichen, also, auch wie wir die jetzt gesprochen haben, erinnern sie mich sehr an, mit Nemo, die deutsche Synchro Erkan und... Erkan und Stefan, daran, stimmt, ja, Alter. Also eigentlich so hier die... sind ja sehr ähnlich. Gibt da nichts Besseres als abends wow. bei einem Bier Pokepark zu spielen. What? Er hat sogar das ist einfach mal die Brücke aus Final Fantasy 15 zu diesem Strandhotel. Vor allem hat sogar noch Zeit gehabt, sie mit Blumen zu dekorieren. So, fertig. Ist doch klasse geworden, oder? Es gibt nichts Schöneres, als Dinge aus Holz zu bauen. Hör mal! Ich und mein Holz. Lass mich dir noch mehr Brücken bauen, ne? Wenn du mir noch zwei weitere bunten Heißhalten bringst, baue ich dir eine Brücke zu jeder Insel, wo ein Spielfeinstall wird. Wow! So. Dankeschön! Ab jetzt sind wir Freunde! Ja, das Plinfer. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Plinfer ist cool. Ich werde noch ein wenig die Strandzone erkunden und mich ganz im Treffpunkt aufmachen. Und der Pokepark steckt wirklich voller Abenteuer und Überraschungen. Ich werde auch im Video von der Strandzone erzählen. Kannst du jetzt zum Treffpunkt zurück? Oh, du hast noch etwas zu tun. Ein Polien, eine Nachricht überbringen und einen Pimmelsplitter. Verstehe. Weil du allzu Pimmel gesagt hast, jetzt auch da. Verstehe. So, aber auch so. Die Schwitter sacken lassen. Verstehe. Diese Pimmelsplitter sind doch die Spielleiter, nicht wahr? Die Spielleiter der Pimmelsplitter. Yeah. Diesen Spielleiter begib dich am besten zu Garados auf der Insel da drüben und die Bullion in der Eis. Ich hab schon wieder vergessen, wie ich den gesprochen habe. Das ist kurz vergessen, ne? Ja, aber wirklich. Das ist ja, aber auch, weil ich das spontan mache und dann. Das liegt ja auch an der Insel. Das ist die Insel der Veränderung. Die Insel! Oder soll ich ihm nochmal Holzscheide bringen? Zwei Stunden noch, ja. Das sollte ja jetzt kein großes Hindernis sein. Sind die immer wieder da? Ja, ich hoffe es. Hätte mich keinen Bock weiter suchen hinzugehen. Pika! Falls es nicht offensichtlich war, ist so ist die gute Entwicklung von Wingle. Stimmt. Ja, doch. Eigentlich ziemlich. Sehr blöde, offensichtlich. Dieser blöde Witz. Wo ihn genau? Nee, wie war der Gegner? Oder was meinst du? Geh weg mit deinen behinderten Pokémon-Witzen. Wo ihn genau? Ach so. Oh Mann, ey. Also, das war eigentlich so ein Bilderwitz. Da kann man ein bisschen geiler. Ja, aber doch, ich verstehe, was du meinst. I see what you did there. Weil das Lustige ist, wo ihn genau? Wingenau hat ja diesen blauen Körper und dann diesen kleinen schwarzen Schwanz, ne? Mhm. Tatsächlich ist Wingenau... Das eigentlich, passt eigentlich gar nicht. Ne? Ja, Wingenau ist eigentlich nur der kleine schwarze Schwanz. Das ist das Pokémon. Und der Rest ist quasi nur eine Tarnung. Weil Wingenau ja auch das einzige Pokémon ist, was, glaube ich, nur Konter und Spiegelcape lernt. Diese Konterfähigkeit. Das soll... dieses blaue Ding soll dich wirklich von dem eigentlichen Körper des Pokémon halt ablenken. Das war für mich immer interessant. Deswegen hat Wingenau nämlich hinten auf dem Schwanz auch zwei Augen. Das ist total krass. Kennst du diese komischen, die heißen da auch einfach Basilisken von Dark Souls, die mit den Riesenaugen. Boah, diese Frosche, ne? Das sind auch gar nicht die Augen, ne? Ja, das sind auch nicht die Augen. Ja, die sind eigentlich Ding bei ganz klein drin, ja. Ja, ja, das ist krass. So, jetzt warpt er da einfach Brücken hin. Er ist eigentlich Mewtwo. Weißt du, warum ich Mewtwo so geil finde? Alleine weil ich den bei Pokémon Stadium hatte und wenn du mit dem Psychokinese gemacht hast oder Eisstrahl oder so, war die Pose immer so, als würde er ein Kamehameha machen. Stimmt. Das war ultra krass. Das stimmt, ja. Pokémon Stadium war auch so revolutionär. Für die damalige Zeit, ja. Das war hammermäßig. Ja. Du kannst auch in meinen Worten. Ja, komm mal. Okay. Energie erhöhen oder was? Da bräuchte ich. Über sieben Brücken musst du gehen. Kannst du gar was, wa? Ich glaube. Horizon. Hier sind keine neuen anderen Pokémon mehr. Ne? Na, wenn dann überhaupt so eine Sprechblase gehen. Das stimmt. Wobei, ich glaube, du musst die. Ich glaube, die Sprechblase sind wirklich für die Hauptquest, wenn du so willst. Reicht, ja, gibt's doch.
Ja, aber. Was ist das denn da? Das sieht aus wie Müll. Das ist der Schatz. Das ist das One Piece. Das ist das One Piece. Das kann ich prüfen. Wir haben Schritt für Schritt Flaschen gehört. Hier hinein. Achso, das ist dieser Container. Hier, dann werden hier auch die Flaschen sein, siehst du? Ah, hier, guck. Und da kommt anscheinend Krabi. Ja. Warum hier drin war. Links, glaube ich. Achso, ja, da ist er. Warum auch immer? Du hast zwei Liegestühle und eine Tische als Geschenk erhalten. Was haben Pokémon damit anfangen? Weil, wer hat mir das jetzt als Geschenk gegeben, dass ich da jetzt Müll in den Mülleimer geschmissen habe? Warum passiert das nicht im echten Leben? Sag, musst du das nicht erkennen, das ist Jesus. Ah. Ah. Jesus. Das ergibt Sinn. Ja. Hast du mitbekommen, dass das South Park-Spiel, das neue, schon wieder verschoben wurde? Boah, das ist so zum Kotzen, ne? Ich freue mich so krass auf das Spiel. Ich mich auch, aber das ist das Schöne, wenn du dich nicht mehr so stark damit beschäftigst, wann was kommt. Zu spielen gibt es immer eh genug, finde ich. Das stimmt mittlerweile schon. Und da gibt's, also so sehr ich mich auf das Spiel freue. Krabi. Yay, Krabi. Ja, umso wichtiger ist es mir dann eigentlich, dass es gut wird und dann kann ich einfach warten. Und sowas wie South Park ist jetzt eh, ich meine, ich habe wirklich Bock drauf. Und der erste Teil war einfach unfassbar genial. Ja. Aber du, wenn es jetzt auch im Winter kommen würde, wäre jetzt kein Unterschied für mich. Ja. Grafisch wird es jetzt nicht schlechter sein, weil es halt South Park ist. So. Und von daher alles gut. Also da bin ich ganz entspannt. Aber ja, das ist... Ich freue mich tierisch drauf. Teil 1 war so eine positive Überraschung einfach. Wirklich, ich habe auch von den Tests nur... Da denke ich mir manchmal so, ja, du solltest doch keine Tests lesen. Mhm. Weil alle Tests haben so gesagt, ja, das Spiel ist so mittelmäßig, das Kampfsystem ja. Total altbacken. Habe ich dann nicht sogar noch erzählt, dass es... Ja, du meinst dann, nee, das ist total gut und so. Und dann habe ich mir das dann erst gebraucht, irgendwie besorgt. Und das war dann im Endeffekt das Spiel des Jahres für mich. Das war so gut, ey. Einfach dieses wunderbar klassische Rollenspiel, ja, ja. Verbunden mit dem unfassbar genialen Humor. Ja. Und spielerisch einfach gut. Ja. Ich weiß nicht, wer es ist, also keine Ahnung. So, möchtest du Galaros sprechen? Oh, ja. Ich hab mich gerade angerülpst. Das ist Garados. Sharknado! Komm, komm, komm!
Ja, am besten noch mal kurz vom Ziel noch mal eine Kurve drehen. Ich dachte, dass Garados mich angreift, aber hey, reicht doch dicke. Sowas brauchst du, das ist so einfach, ne? Okay, ich entschuldige mich an allen Anton-Fans. Anton war grandios. Anton. Wissen muss. Ich wollte doch alle gleich schnell einfach. Ich ist die hier. Nee? Ich glaube nicht. Neue Bestleistung, weltweit. Ja, Prestige weltweit. Mhm. Wellen und Weiber, Wellen und Weiber. Muss unbedingt mal wieder Stiefbruder gucken. Das ist eine Pimmelstimme, bitte. Von der Vorwahl einmal schon ausgelassen. Mhm. Leider. So, bitte später. Mew. Puckepark. So, Tizzer. Imperator. Geil. Cool. Wisst ihr, ob das rote Garados gibt? Ich glaube nicht. Oh, Autosave. Das heißt, wir haben wieder was in der Main-Quest geschafft. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vorwärts, das müssen wir zum Pagato, ne? Ich glaube nicht, dass wir vorwärts kommen, aber. Ja, links ist, glaube ich, Pagato. Ja, ich glaube auch, ja. Also. Das heißt, wenn Garados jetzt unser Freund ist, können wir Garados tatsächlich jetzt in dem Minispiel benutzen, glaube ich. Tatsache. Ja, Alter, du bist ja schon, musst du ihn nur querlegen, bist du schon im Ziel. Du, was du jetzt? Hat Garados es begriffen? Er mag zwar eigensinnig und ungeduldig sein, aber eigentlich ist er doch ganz nett. Als er eines Tages davon zu prahlen begann, dass er der nächste Zonenmeister wäre, dachte ich schon, er hätte was Schlechtes gegessen. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Entsend du deine Hilfe, zermalme ich den Felsen für dich. Gehe beiseite. Ich kann euch jetzt nicht mehr lesen. Es ist nicht ganz gefährlich. Okay. Sehr schön. Ich muss jetzt mal sagen, ich würde dich jetzt gern genauso loben wie der Asiate bei News Movie. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Also zwei Verbindungsfreunde, die nicht vergewaltigen werden. Die dafür gerade stehen, dass ich bei ihnen gewesen bin. Ja, genau, mit der Pfeife war. Oh, ich bin sicher, das war so. Oh. Ja, guckt News Movie, ist ein super Film. Lustig. Oh ja. Ich will den auch nochmal kaufen. Den gibt es aber nur auf DVD leider. Ja, ich wollte den noch auf Blu-ray haben. Was dumm ist bei dem Film, weil der da halt nicht das. Oh, Lapper. Hey, ich muss Lapper sprechen. Oh ja, entschuldige. Das dort ist seine. Das dort ist ein Heißluftballon, mit dem man durch die Lüfte fliegen kann. Jetzt ist er aber luftleer und kann nicht verwendet werden. Phänomenal, ein Fortbewegungsmittel für die Lüfte. Wer hätte das gesagt? Ich werde diesen Heißluftballon für dich zum Treffpunkt schaffen und reparieren. Wenn er erst wieder flugtauglich ist, wird er bei dir, bei der Suche, nach einem Yes, und beim Einsammeln der Primmelsplitter von großem Nutzen sein. Ich allein. Ich bin der Auserwählte und kann Heißluftballon aber unmöglich tragen. Deshalb ich jemanden Stärkeren finden muss, der mehr der Auserwählte ist als dich. Du gehst jetzt in die Eiszone, nicht wahr? Pass auf dich auf und bis später. Okay, dann gehen wir jetzt anscheinend in die Eiszone. Nehmen wir noch ein Bier. Ich muss erstmal mit Lappas sprechen. Ja, du musst Lappas sprechen, da ist noch eine Sprechblase. Warte. Ja, ich warte kurz. Du musst den Öffner. Ja. Ha, unprofessionell, was wir hier machen. Wieso? Naja, durchs Mitlaufen und so. Ist ja super professionell, Pokepark zu spielen. Ja, das stimmt. Ich bin dafür, dass man das Let's Play auch vor dem nächsten Pokémon-Film, wenn irgendwann mal kommt, einfach statt Werbung einfach das einspielt. Ja, es gibt auch immer diese Vorfilme. Ja. Pikachus großes Abenteuer und sowas, da kann man einfach unser Let's Play packen. Du möchtest Empoleon treffen? Nun, ich kann dich zwar bis zur Eiszone mitnehmen, aber ob du ihm dort begegnen kannst, weiß ich nicht. Empoleon ist momentan recht verschlossen und lebt sehr zurückgezogen. Ach, aber wenn es nur das wäre. Mir scheint, es sei der einstige Zusammenhalt unter den Pokémon in letzter Zeit Zwietracht und Eigensinnigkeit gewichen. Hast du vielleicht eine Idee? Möchtest du in die Eiszone? Oder? Ja, natürlich möchten wir das. Aber weißt du, was mir gerade auffällt dafür, dass es ein Spiel für Kinder ist, sind doch die Textboxen und die Wörter und die Grammatik schon relativ anspruchsvoll, ja, ne? Ich auch, ja, für mich auch. Kein Problem, spring einfach auf. Also Farid Bang hatte Probleme damit. Super Feiertüren, Super Feiertüren, Frieda ist tot, das gibt Super Feiertüren. Was ist denn die Galle? Ich hasse Farid Bang, krass, ey. Was nicht heißt, dass es nicht okay wäre, wenn ihr ihn mögen würdet. Ja, das stimmt natürlich. Schaut uns so, wie geht es. Sein. Nein,
Alleine schon der Fakt, dass der Typ in diesem furchtbaren Dragon Ball Lied da sitzt und diesen scheiß Screenshot-Comic liest. Und nicht einen richtigen Manga. Das ist schon so schlimm, ne? Ja, stimmt. Aber gut. Okay, die Eiszone, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, Keifel ist da. Keifel finde ich auch gut. Keifel finde ich auch noch. Das war, glaube ich, nachher der Sohn. Willkommen in der Eiszone. Hoffentlich gelingt es dir, Emporion zu begegnen. Er befindet sich auf der anderen Seite des Tores, am oberen Ende des mittleren... Das kann ich... Du bist schnell. Entschuldigung. Richte ihm schöne Grüße von mir aus, wenn du ihn triffst. Sprich mich einfach an, wenn du in der Strandzone zurückkehren möchtest. Eine erneute Fahrt über das Meer mit dir wird sicherlich auch das Band unserer Freundschaft stärken. Band der Freundschaft.